besonders interessant, ins 1865 zu kommen, wenn man vielleicht auch ganz neu in Mittweida ist. Aus dem einfachen Grund, man ist jetzt in der Stadt. Und selbst wenn man sich vielleicht am Anfang nur hier hinsetzt und mal die Straße beobachtet und einfach mal ein Gefühl für die Stadt bekommt. Wir feiern in den Jahren 2015 bis 2017 das 150-jährige Jubiläum der Hochschule Mittweida. Im Laufe der Recherchen der letzten Jahre hat sich ergeben, dass wir 1865 gegründet wurden. Und deswegen haben wir uns gedacht, nennen wir uns Begegnung 1865 e.V. Und deswegen auch diese Begegnungsstätte, die dieselbe Jahreszahl trägt. Wir haben am Anfang, in den ersten 3-4 Monaten, das haben wir auch jetzt noch so, jeden Tag ab 19 Uhr geöffnet, auch ich sage jetzt mal bis Open End, solange eben die Leute wirklich noch gut drauf sind und Lust haben, hier eben zu sein. Vom Preisniveau sind wir so wie die meisten Bars, vielleicht sogar noch ein bisschen günstiger, aber bei uns gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, sich Essen von den Lokalen aus der Umgebung liefern zu lassen. In einer normalen Bar ist es natürlich nicht üblich, dass man sich jetzt eine Pizza noch dazu bestellt oder vielleicht sogar Essen von zu Hause mitbringt. Um als 1865 einen Platz der Begegnung zu schaffen, wollen wir das Ganze natürlich auch mit Events beleben. Im Rahmen dessen gab es jetzt im Jahr 2015, Ende des Jahres, das erste Couchkonzert. Studierende des Campus Festivals und Band Contests haben das mit uns zusammen organisiert. Haben natürlich dieses Altmodische, also ich hoffe, wenn man hier reinkommt, fühlt man sich so ein bisschen in der Zeit zurückversetzt und wie ein altes Wohnzimmer. Und hier hat man auch die Chance, mit anderen ins Gespräch zu kommen, die vielleicht nicht dasselbe studieren oder überhaupt nicht studieren. Und da ist es ganz spannend, weil man kann über eine Stadt am ehesten was erfahren, nicht wenn man in ein Buch guckt oder die Zeitung liest, sondern wenn man eben vielleicht mit Bürgern ins Gespräch kommt, die hier geboren sind. Hier ist auch die Möglichkeit, mit Professoren mal ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht hilft das ja auch mal, wenn man gemeinsam ein Bier getrunken hat und man versteht in der Vorlesung dann vielleicht sogar besser, worum es geht. I don't even know why.